Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sind immer noch recht zu Beginn des fünften Aktes im Zarkaum in der Kathedrale. Wir, das sind natürlich der Shadowrunner. Das bin ich, richtig. Und meine Wenigkeit, der Bacon Lorange. Ja, bevor wir richtig loslegen, eine Kleinigkeit hat sich bei mir verändert. Bacon, fällt dir irgendwas auf, wenn du auf meine Charakterplakette schaust? Du hast ein Schild. Nein. Will. So, recht weit unten? Recht weit unten. Du hast da unten eine 7 stehen. Richtig. Ich habe es nämlich endlich geschafft, mit meinem Hauptcharakter jetzt Level 70 zu werden. Und ich habe meine ersten Paragon-Level. Die sind ja gewissermaßen accountweit. Du kannst halt mit allen normalen Charakteren und allen Hardcore-Charakteren kannst du mit für jedes Paragon-Level die Werte eines Charakters steigern. Sprich, ich könnte hier schon 7 Paragon-Level verteilen, was ich natürlich nicht mache, einfach weil du es auch nicht kannst. Aber das wäre halt diese Anzeige. Die zeigt an, hey, der ist kein kompletter Noob. Super. Ja gut, aber das war nur so die Mini... Oh, Entschuldigung. Was hat die Todesmaid in der Kathedrale getan? Ist ja alles... Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Malta als Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es 2 weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit 2 davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Dann werde ich diese Seelentiegel zerstören und Maltaels Versorgung mit Truppen unterbinden. Ja, meine Entschuldigung bezog sich nicht darauf, dass ich Paragon-Level habe, sondern dass ich den NPC einfach angesprochen hatte. Ja, aber ich denke, bevor wir jetzt hier... Ach, ja, möchtest du noch eben mit denen reden oder stürzen wir uns ins Gefecht und... Ja, wir können zum Anfang durchaus mal mit dem Seelensteinsplitter sprechen, wobei ich glaube ich noch relativ Tod. Sicher... Genau, das ist das, was er jedes Mal sagt. Der Tod wird euch holen. Ja, spannend. Ich glaube, Tyrael hat aber bestimmt interessantere Sachen. Der weiß nämlich etwas über seine Seelen, über Maltaels Seelenernte. Die Seelentiegel verwandeln die Toten in Seelenernte? Es ist die traurige Wahrheit. Die Todesmaiden hingegen sehen wie Engel aus. Ihre Geschichte ist ebenso tragisch wie die Maltaels. Einst bildeten sie die Spitze seiner Engel der Weisheit, aber sie folgten ihm auf dem Weg in die Dunkelheit. Was ich gerade überlege, hat Tyrael irgendwie Magenkrämpfe? Der steht da ein wenig komisch. Ja, könnte man echt denken. Aber was will er denn noch über Maltael sagen? Maltael, mein Bruder, er war die Weisheit selbst, der Anführer unseres Rates, der Erste unter den Engeln. Und nun ist dies aus ihm geworden. Wie ist das geschehen? Nach der Zerstörung des Weltensteins verfinsterte sich das Gemüt Maltaels. Und er verließ des Öfteren die Himmel. Dann verschwand er ganz. Er muss eine Verbundenheit zu... Nein, eine wahre Besessenheit mit menschlichen Seelen entwickelt haben. Nun, es ist unerheblich, wie er diesem Wahnsinn verfiel. Er muss zu Fall gebracht werden. Der Tod sollte unsere Seelen befreien und sie nicht verschlingen. Ja, man kann Leuten immer nur bis vor den Kopf gucken und das gilt dann wohl auch für Engel. Sollen wir denn mal in die Altstadt gehen und uns das mit diesen Tiegeln anschauen? Ja, ich würde sagen, das klingt ganz gut. Schau grad, ich glaube, wir kommen auch hier oben lang. Hier gibt es auf jeden Fall noch viele Leute, mit denen wir nachher sprechen könnten, aber erstmal wollen wir ein wenig Action. Genau. Und da blitzt es schon mal und hier müssen wir jetzt einen Seelentiegel in der Gideon-Gasse finden. Schauen wir mal, wo das sein wird. Aber nein, ich sehe... Ja, natürlich, Sachen ja, kaputt machen. Wie konnte ich das vergessen? Ja. Kannst ja wohl nicht erwarten, dass ich sowas... Nein, natürlich nicht. ...an mir vorbeigehen lasse. Das war äußerst unaufmerksam von mir. Ich benötige mehr Zorn. Und die Altstadt scheint auch nicht gerade klein zu sein. Das ist dann wieder so ein Gebiet, wo man sehr lange
alle Gassen erforschen kann. Ja, du musst es ja eigentlich sogar wissen, wenn du schon Level 70 Charakter hast. Dann ist ja wohl davon auszugehen, dass du das Spiel ja doch mindestens einmal schon durchgespielt hast. Ja, aber wir haben gerade neues Wissen bekommen. Nach Maltaels Verschwinden beauftragte der Angiresrat seinen treuesten Diener Urzael, ihn zu suchen und in die hohen Himmel zurückzuführen. Urzael machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden. Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Sie kehrten nie zurück. Okay, also mal wieder neue Namen, ein gewisser Urzael. Und hier sind gerade ein Todesmite und eine Vision von Maltael war gerade da. Die ist aber schnell wieder abgehauen. Und ich würde sagen, Urzael nennt man jetzt einfach Uschi. Ja, und ich habe gerade einen legendären Ring gefunden. Ah, du musstest noch was kaputt machen. Ja. Und mal schauen, Moment, was hier unten. Muss ja mal eben an dem Ständer rumgrabbeln. Ja, mach ihn nicht kaputt. Nee, nur mein Goblin muss da gerade eben nochmal schnell eine Kleinigkeit aufsammeln. Okay, warte, ich glaube, ich möchte erst hier die Kiste unten aufmachen, weil da hinten scheint es noch weiter zu gehen. Tüdelü. War aber nicht viel drin. Nee. Hätte jetzt vielleicht auch eher erwartet, dass eine Falle. Also hätte ich die aufgemacht, die Kiste, dann wäre das ja natürlich wieder eine Falle gewesen und ganz schlimm, das hätte man vorher erkannt. Wenn der liebe Herr Shadowrunner die einfach aufmacht, dann ist ja alles in Ordnung. Richtig. Man muss halt so Kisten mit dem nötigen Fingerspitzengefühl anpacken. Wollen wir mal hier in den Innenhof schauen? Ja. Das wäre eine Frage. Die Seelenernte angerichtet. Was ist hier geschehen? Ja, vielleicht hast du ja Angst vor engen Innenhöfen. Noch mehr Tote? Ach. Ja, sollten eher wenn Angst vor mir haben. Du meinst vor deinem komischen Stachelhelm? Ja. Den du immer noch hast. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie beim Stellen nicht wirklich die Möglichkeit gefunden, seinen Helm Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt, aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Die Stadt wird angegriffen. Warum wollt ihr da euren eigenen König stürzen? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt zusammen mit unseren Feinden. Ach Leute, warum legt ihr euch denn mit uns an? Gorrel. Und damit war's auch um Gorrel. Bundessekret. Klingt nicht so nett. Und es gibt hier einen Brief des Königs an Lord Winton. Lord Winton. Wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hocherfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden und unsere Stadt retten. Eure Differenzen mit der Krone sind kein Geheimnis. Doch wir sind froh, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten darüber hinwegsehen könnt. Westmark wird bestehen. Ja, in schlechten Zeiten rücken die Leute alle zusammen. Oh, und hier schon wieder eine Brauerei, also da müssen wir rein. Ja, da gibt's lecker Bier. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Also die Bierbrauer, die müssen wir auch. Und hier oben gibt es auch ein Ausrufezeichen. Einige meiner Männer sind im Hof von Wiedergängern umzingelt. Bitte helft mir dabei, sie zu retten. Ja, klar. Ja, wenn du die ganzen Fetter kaputt machst, natürlich nicht. Ich guck ja nur, ob der Bier drin ist. Und hier ist Frostgrave, der Usurpator. Was immer das ist, wir töten es. Ein Usurpator ist jemand, der unrechtmäßig sich einen Thron beispielsweise aneignet. Glaube ich zumindest wenn ich bei Game of Thrones richtig aufgepasst habe, ist der Usurpator jemand. Gib mir mal eben einmal ganz kurz, ich muss ganz kurz in mich gehen und ich wusste doch das, was der Usurpator ist. Das haben wir doch gleich. Wird da fix gegoogelt. Als Usurpator wird im neueren Sprachgebrauch die Anmaßung eines Besitzes einer Befugnis, besonders aber der öffentlichen Gewalt bezeichnet, also insbesondere die gewaltsame Verdrängung eines legitimen Herrschers, der Umsturz der Verfassung und die Unterdrückung der Selbstständigkeit eines Staates durch einen Usurpator. Wie war nochmal der Anfang?
Also, dass jemand, der ja, okay. rechtmäßig sozusagen herrscht. Ja. Wir bedanken ich uns bei Wikipedia für die Begriffsdefinition von Usurpation. Jetzt weiß ich, wahrscheinlich hast du damals auch ganz geheim dein Trebuchet gegoogelt. Nee, das habe ich nicht, weil, wie gesagt, du hast ja mitbekommen, wie geheim das jetzt war. Mhm. Ich möchte aber noch kurz den Patrouillenführer hier anquatschen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Wisst ihr, warum das hier geschieht? Es ist völliger Wahnsinn. Bringt eure Männer zur Enklave der Überlebenden im Hof der Zakarum-Kathedrale. Geht! Das heißt aber, der Typ fragt mich, statt dass ich ihm sage, dass Maltael hier irgendwie die Seelentiegel aufstellt, schicke ich den einfach in die Stadt. Ja. Und ich sollte nicht wieder mit WASD steuern, wie ich es jetzt mal mache, nachdem ich zwar eine Pause hatte. Diese Strafer können aber ganz gut springen dafür, wie sie die eigentlich gebaut sind. Haben halt starke Beinmuskeln. Und ich sehe auch, wir laufen gerade nicht in die falsche Richtung. Ja, das ist aber eigentlich gerade nur Zufall, weil eigentlich dachte ich mir, wir laufen einfach mal erstmal schön weiter nach rechts. Immer erstmal eine Richtung. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Ja, aber wenn ein Pfeil auftaucht, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Ah, die Typen verwandeln sich hier immer noch nachträglich. Ja. Einmal alles hier kurz und klein schlagen. Man, wir haben letztes Mal schon so viel kaputt gemacht. Ich glaube, du bist gerade noch stärker geworden. Genau, du bist ja auch schon vor kurzem. Richtig, und hier geht es... Hier geht es, genau, in die Gideon-Gasse. Ist das so ähnlich wie hinter dem tropfenden Kessel? So ein geheimes Ding. Aber guck mal, hier liegt Urzeils Beutel. Und da ist ein Buch drin, der erste Teil. Nach Jahren des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmel wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, wie Tyrael mir in Centurario mit der Suche zu beginnen. Sind das hier alles Knochen auf dem Boden? Ja. Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Zeit, dass sie stirbt. Oh, schau mal, da schwebt etwas ja, Größeres. Ja, ganz viele Leichenhaufen. Ich frage mich mal erstmal vor allem um die Leichenhaufen. Die müssen wir auch machen. Und es gibt neues Wissen. Er hat von den Exorzisten Westmarks gehört. Diesen Streitern gegen die dämonische Besessenheit. Gewöhnlicherweise auch nicht. Ihr macht die euch überkommende Priesterin selbst. Drüger. Nachdem wir also die Leichenhaufen weg hatten, können wir auch die angreifen. Ja. Und da macht es Boom. Und da ist sie schon weg. Dann müssen wir hier irgendwo einen Leichenhaufen... Ah, warte mal. Das ist doch deine Aufgabe. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Die... Das wissen? Die ist freundlich. Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Ich habe bei der Dame nur sehr gerade Probleme gehabt, mich auf die Augen zu kontrollieren, weil sie zu ungefähr 75% aus etwas anderem besteht. Ah, guck mal hier. Maltael. Er beobachtet euch. Ja, aber ist nicht sonderlich gesprächig sonst. Nee, ist ein bisschen ruhig. Hier ist schon wieder so ein Beutel. Ah, Teil 2, was ein Wunder. Ich konnte Maltael ins Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder am Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Ja, der redet aber auch wieder sehr viel. Zu dieser netten Dame kann man schon mal vorab sagen. Ich sollte euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen.
das ist... ist es nicht sicher. Ja, hör mal auf zu reden. Ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafe. Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gebt. Ihr habt also von Lea gehört? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch davon nicht überwältigen. Ach, macht euch um mich keine Sorgen. Ich werde Adria töten und dann geht es mir wieder gut. Ich habe mal eine ganz dumme Frage, ne? Ja, ich freue mich, dass wir jetzt endlich mal zu Wort kommen. Aber ich was ist denn deine dumme Frage? Erstmal neues Wissen, danach kannst du fragen. Der Rat tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masse aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte noch nicht um und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Nur Geduld. Und es tut mir sehr leid, es gibt schon wieder Neues. Nee, jetzt ist das neue Wissen weg. Was wolltest du denn fragen? Also erstens, wenn ich sieht immer ein bisschen wie Adria aus. Ihr macht wohl Witze. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Zweitens, hier ist ein Wegpunkt. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, ja, werdet ihr vielleicht verstehen. Drittens redet sie immer noch. Und viertens, ist unsere Episode eigentlich auch schon wieder rum? Ah, wunderbar. Dann beende ich das aber ganz kurz mit dem kleinen Wissen, was ich eben ankündigen wollte. Und zwar wird das letztendlich eine Mystikerin sein, die so ähnlich wie der Schmied und der habgierige Shen bei uns in der Basis stehen. Und die kann dann Gegenstände verzaubern, was wir uns bestimmt auch mal in einer Folge ansehen wollen. Aber Bacon hat recht, das seht ihr vielleicht in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.